Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier. Und heute werden wir im neuesten Banner auf Dragon Ball Legends Summon im Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner Nummer 3 mit den neuen Sparking-Units Krillin C817 und dem neuen Super Saiyan Goku. Unser Boy Vegeta ist auch mit am Start. Wir gucken uns ganz kurz die Charaktere an, was sie hier drauf haben. C18 ist wirklich auch ein solide Unit. Ich müsste nicht unbedingt wollen haben, denn sie gibt hier quasi durch ihre Siegfähigkeit einen Boost für weibliche Kämpfer. Also auf die könnte ich verzichten, sage ich mal. C17 würde ich gerne haben, denn er gibt den lila Charaktere einen Boost. Und ich habe wirklich aus dem letzten Mal Neutales richtig solide gezogen. Da waren ja sehr viele lila Charaktere mit dabei. Der Neutales, der neue Goku und Vegeta, der alte, die habe ich alle im Team. Und der könnte quasi noch einen sehr, sehr soliden Boost geben. Fernangriff und Verteidigung hier. 24% ab auf Siegfähigkeit 3. Aber auch ansonsten mit seiner Barriere, was wir uns da angesehen haben aus dem League, ist auf jeden Fall sehr interessant. Dieser Dude hier im kurzen Breakdown. Krillin solltet ihr nicht unterschätzen. Krillin ist eine Bombe. Nicht nur, dass er blaue Charaktere in Basisschlag und Fernverteidigung Boost gibt, bei Siegfähigkeit 3 sind das, wie ihr seht, 24%. Also für einen Broly, der als Sub für einen Broly wäre auf jeden Fall nice. Oder seine Hauptfähigkeit ist wirklich insane. Er hielt deine Verbündeten und nicht nur, also nicht nur seine HP um 20%. Das macht er und dann tut er auch die Debuffs heilen, so gesehen, so wie es steht. Also wenn ein Charakter Debuffs hat, dann werden diese geheilt und alle Verbündeten im Team werden um 20% regeneriert. Aber das Gestörte ist, dass er für 5 Sekunden die Ki-Regeneration des Gegners um 100% verringert. Also wenn ihr das baitet, dass euer Gegner da keine Karten mehr hat, beziehungsweise keine Ki mehr hat, weil er so viele Karten benutzt hat und dann Krillins Fähigkeit aktiviert, kann dieser für 5 Sekunden legit nichts mehr tun, weil er kaum Ki bekommt. An sich Krillin ist auf jeden Fall sehr solide. Diesen Goku hier, ich finde es cool, dass der Goku, der ein Herzvirus hat, und sie haben legit die Karte so übernommen, denn dieser Goku, der... Schau uns an. Er ist nicht nur ein, durch die Siegfähigkeit gibt er nicht nur einen Boost für die Element Gelb Charaktere. Das ist für hier, wie ihr seht, Basisschlag und Fernkampf 24% ab. Aber hier, sofortiger Kampf, seine Hauptfähigkeit ist, zugefügte Schaden sind 20% ab. Künstlerkarten, Ziegelschein, eine Stufe ab. Also an der Stelle, ist auf jeden Fall, ich sag's mal so, wegen seinem Herzvirus für einen schnellen und sofortigen Kampf. Haha, so wie es hier steht. Denn, jetzt schauen wir mal die einzige Art, wie ich kann, Herzvirus. Bei jedem Einsatz einer Künstlerkarte geht seine Lebensenergie um 5% down. Das ist das, was ich meinte. Also er tut sich hier ein bisschen Selbstschaden wegen seinem Herzvirus. Aber im Austausch dafür ist er wirklich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich bei ihm noch nicht ganz schlau gemacht. Am letzten Stream hat einer gemeint, du, dieser Goku hier, der ist echt nicht schlecht. Weil im Austausch dafür, dass er quasi so sich selbst debufft, hat er aber gute Boosts. Und deswegen kann man auf jeden Fall mit ihm was anfangen. Also nicht, dass ihr da denkt, boah, der ist schlecht, der tut selbst Lebensenergie abziehen. Nee, ist auf jeden Fall eine solide Unit. Was wir jetzt erstmal machen werden, ihr seht, wir haben noch meine Daily Tickets, hier haben wir mal, Daily Tickets, sage ich, Daily Singles, die haben wir mal in den Banner raus. Das ist nur noch ein Tag online, wenn ich das hier aufnehme. Guck mal, was abgeht. Aus dem Banner Metallis habe ich wirklich sehr, sehr gut und sehr viel gezogen. Also kann ich mich wirklich nicht beschweren, auch aus Hashtag 1 Singles haben. Guck mal, was hier abgeht, wird wahrscheinlich nichts kommen, aber Freunde, ansonsten an sich in Dragon Ball Legends geht gerade wirklich sehr, sehr viel los. Nämlich ihr könnt euch bis zu 6 gratis Sparken Charaktere und mehr als 1000 plus Zeitkristalle. Wie ihr das Ganze macht, blende ich euch ganz kurz ein. Ich habe dazu nämlich ein Video gemacht und zwar würde ich euch raten, das Ganze abzuchecken. Im Prinzip macht ihr die ganzen Missionen, auf jeden Fall die Daily Mission, dann bekommt ihr Tickets. In dem Video, wo ich das Ganze erklärt habe, habe ich aus den garantierten Charlotte Sparking Tickets zweimal verdammt nochmal hintereinander Paikuan gezogen. Deswegen fangen wir mal mit dem Sparking Ticket aus diesem Banner an. Das sind nämlich die anderen Tickets, das sind die Daily Tickets. Jetzt fragen sich vielleicht ein oder andere, warte mal, wie hast du schon alle Daily Tickets? Ich weiß nicht, was ich das Video raushauen werde, aber ich sag's euch einfach, es ist Tag 2 und wir haben schon alle geholt. Nämlich, wie schon gesagt, aus den... Wow, okay, Legs Unreal. Aus der seltenen Börse, aus der Tauschbörse gegen seltene Medaillen habe ich mir schon mal 3 geholt. 2 Tage sind vergangen, 2 Stück konnte ich mir holen durch den Daily Mission, wie gesagt. Und so habe ich das gemacht. Und unser erstes Sparking Unit mit den Tickets wird sein, bitte ein neuer. Au! Krillin, hey, nice. Krillin nehmen wir auf jeden Fall an. Den habe ich geheilt, dann haben wir den bekommen. Ja, den nehme ich auf jeden Fall an. Krillin neue Unit. Ich meine, okay, 4 der 5 Units, die gefeatured sind, die Sparking Units, sind neu. Also in dem Sinne hatten wir. Cell C18. Also hatten wir in dem Sinne auf jeden Fall sehr gute Chancen, was zu pullen. Aber wir werden hier noch ein bisschen pullen. Ich mache mal weiter in dem neuesten Banner. Wie gesagt, wir haben hier ein bisschen mehr als 3000 Kristalle. Wir hauen jetzt erstmal mein Daily Single hier raus. Und dann, Freunde, wünsche euch auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Glück, falls ihr schon gesummt habt oder summen noch werdet. Falls ihr auch neu hier seid, meine Freunde, drückt auf jeden Fall auf den Like-Meter, wenn euch das Ganze gefällt. Okay, geht nicht viel ab. Und falls ihr neu hier seid und
das Ganze unterstützen wollt, weil wir gehen gerade echt wirklich richtig guten Weg. Bin wirklich für jeden Einzelnen dankbar. Dann drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button. Joint den Hashtag auf SieFighter, damit ihr in der Zukunft nichts verpasst. Und was bekommen wir? Oh, wir verlieren hier legit. Ja, okay, schade. Schade, schade, schade. Ja. Aber drei Mutlisam haben wir noch. Wir hauen die drei Mutlisam hier raus. Fangen wir mal an, auf jeden Fall würde ich sagen. C17. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne C17 haben. Und Vegetas. Das ist so das, was ich aus dem Banner haben will. Wir haben jetzt aus den garantierten Krillin bekommen. Zwei weitere garantierte Tickets kann ich mir noch holen. Wie gesagt, sehr viele Pots. Ah, leider nicht Super Saiyan. Wie gesagt, aus den Daily Missionen könnt ihr euch das Ganze holen. Ich würde euch wirklich raten, das Ganze abzuchecken. Komm schon, wir bomben ihn hier. Checkt es euch ab, Freunde, und holt, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt, weil gerade geht sehr, sehr viel in Dragon Ball Legends los und ich finde das sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ah, nee, wir haben ihn noch gebombt. Vegeta! Ja, Mann! Wenn wir jetzt noch Vegeta daraus ziehen. Oh, mein Gott! By the way, die Animation heißt garantiert ein Sparking Unit, also garantiert einen haben wir auf jeden Fall im Multisum. Let's go! Let's go, wir haben. Ich hab gerade. Ah. Und? Au! Oh! Mau! Nice, die sitzen wir nicht haben. Die sitzen haben wir bekommen. Also. Der sieht ein bisschen komisch aus, der neue Vegeta. Aber geil! Die sitzen wir nicht, die sitzen haben wir bekommen. Perfekt. Besser könnte es nicht laufen, Freunde, legit. Geil! Also eigentlich. Ich will nicht sagen, eigentlich haben wir schon alles, weil nicht, dass wir noch nichts mehr ziehen. Das wäre auf jeden Fall noch cool, wenn wir was ziehen. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit. Ey, der neue Cell. Mit Krillin und C17. C17, wie gesagt, Boost für Int-Charaktere. Int, sag immer Int wegen Dokkan, sorry. Für Lila-Element, Lila-Charaktere. Und den nehme ich auf jeden Fall an, für mein Lila-Team eben. By the way, ich bin auch letzte Zeit wirklich sehr, sehr motiviert geworden, da Dragon Ball Legends sehr viel zu spielen. Auch, weil ich jetzt ein solides Team habe und auch PvP spiele. Mir macht es wirklich sehr Spaß. Sorry. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr da Spaß an Legends oder seid ihr noch immer noch nicht in den Geschmack gekommen? Also bei mir geht es halt richtig ab, wenn ich ehrlich bin. Und seine Animation ist... Au! Bitte trigger deine Animation. Hallo? Oh! Ah, okay, so sliden muss man. Miau, 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 miau. Diejenigen, die fangen, oh, was ist mit dir? Hör mal auf, bitte so cringe zu sein und dein Geschrei, dein Mau und was auch immer. Oh, Mau! Ist so ein Mario Kart von unserem Boy Shy Guy. Wenn ihr jetzt fragt, was laberst du? Dann würde ich auf jeden Fall raten, wenn ihr mal Zeit und Lust habt. Checkt immer den Streamplan aus und da gehe ich immer mal ab und zu live mit Mario Kart auch vor allem. Wenn im Streamplan steht Late Night Stream, dann heißt das einfach, dass ich quasi an dem Tag lange on sein werde, so ist nicht, aber auch Late Night Stream heißt für mich, wir zocken einfach verschiedene Games. Wenn da genau steht im Streamplan, okay, Dokkan und so, bla bla bla, dann machen wir auch das, was da steht quasi. Ja, ich hatte gerade wieder Hoffnung auf Vegeta, aber das wäre zu viel, ja. Gut, ja, ein Sparking Unit haben wir schon, ein, beziehungsweise zwei, okay, den anderen hat noch so ein Ticket. Ja, GG, ein Ticket und drei Multis hatten wir hier. Oh mein Gott. Das hat so hin und her geflickert. Ich dachte, es wäre ein Bait. Oh mein, ich hatte gerade so Hoffnung. Das war halt echt ein Bait, dass es da nicht kam. Aber ich glaube, das ist ein Dead Multi an der Stelle. Ey, C18, neue Extreme. Okay, nice. Ja, müssen wir so hinnehmen. Müssen wir so hinnehmen. Was soll ich sagen? Also, C17 haben wir legit schon gezogen. Okay, Freunde. Letzte Multi zusammen. Hoffentlich ziehen wir hier noch was. Bitte, irgendwas. Komm schon. Irgendwas. Let's go. Hoffentlich ziehen wir noch irgendein Sparking Unit. Egal welcher. Hauptsache ein Sparking Unit. Weil dann hätten wir quasi... drei Multis gemacht und nur ein Sparking bekommen. Ist immer cool, wenn man so Gacha Games 1:1 steht. Also wenn ich jetzt drei Multis mache und drei Sparking Charaktere damit rausgehe, ist wirklich nice. Wenn wir jetzt quasi einen, also ich zähle mit Ticket nicht mit, weil der ist ja garantiert, aber ich habe noch zwei weitere bekommen. Deswegen werde ich in diesem Banner nicht allzu ham gehen, weil ihr bekommt drei garantierte Sparking Tickets und vier der fünf Charaktere, die ihr daraus bekommt aus diesem Banner, sind alle neu. Also habt ihr auf jeden Fall gute Chancen, da was zu ziehen. Ansonsten würde ich euch quasi raten, die Zeitkristalle euch zu... Oh, nice. Zu sparen, weil ich bin guter Zuversicht, dass das nächste Banner... Raus mit dir, Junge. Zuversicht, dass das nächste Banner mit einem neuen Cell wird. Ja, noch ein Sparking Unit, nämlich Gold. Goldenes Schriftzeichen heißt... Au! Jawohl, weg mit dir, Freezer. Aua. Hallo, wir hitten ihn wie ein Zug. Goldenes Schriftzeichen heißt garantiert ein Sparking Unit ist mit dabei. Somit stehen wir mindestens schon mal zwei Sparking Units aus drei Multis haben. Nehme ich an. Nehme ich auf jeden Fall an. Frage ist, wer ist es? Wir haben weder C18. C18 noch? Ah, den neuen Goku? Oh, der sieht auch cool aus. Okay, es wird wahrscheinlich der letzte. Hey! Okay, nochmal zu 17.
Nimm ich an. Okay, nehme ich an auf jeden Fall. Warum nicht? Haben wir quasi jetzt einen Dupe, der hat einen Stufenaufstieg eigentlich. Limit Breaker hat der. Ja, perfekt. Wird seine Siegfähigkeit erhöht? Komm schon. Wenn ja, dann ist es wirklich perfekt, weil ich sag euch mal gleich mein Lila-Team, was ich richtig geil finde, womit ich sehr viel Spaß habe und gerade probiere. Und er gibt ja auch für Lila-Charaktere einen Boost. Und so, ja, Mann, Siegfähigkeit ist hochgegangen. Perfekt. Ich spare mal die 300 Kristalle. Wir machen da keine Singles. Ich wollte gerne mal zeigen, mein Lila-Team. Vor allem Lila Goku, der ist übertrieben gut. Ich weiß warum, aber der gefällt mir übertrieben. Der ist halt nicht nur Tanks und der macht auch Schaden, komischerweise. Also, der ist halt Verteidigungsüber, macht Schaden. So sieht man quasi mein Lila-Team quasi aus, was ich hier ein bisschen ausprobiere. Und ihr habt schon ein paar Varianten gesehen. Ja, ich habe die Dudes mal in dem Sane-Team und so, mein GG-Team so. Mein bestes Team. Aber jetzt, worum ich mich freue, ist, weil wir hier quasi noch reintun können. Warte mal, was haben die hier? Was geben die für einen Boost, wenn ich das andere noch mal kurz machen darf? Basis Fernangriff. Fernangriff nehmen wir mit, weil Vegeta und Talis sind Fernangriff. Was hat der für einen Boost? Fernverteidigung. Ja, den können wir raus tun, weil C17 gibt. Den tun wir mal raus, bitte. Und zwar, ja, Kaufgruppe klicken. C17, der neue C17 gibt nämlich wegen 17 hier. Oh, der nice. Wir haben echt gut. Zweimal 17, das freut mich echt. Der gibt hier an der Stelle einen besseren Boost, nämlich Basisfernangriff und Fernverteidigung 20% ab. Und ihr könnt euch da auf jeden Fall denken, was für einen guten Boost er für die Jungs da oben gibt. Also freut mich dieser Pull auf jeden Fall für mein Lila-Team hier. Gucken wir mal, ob wir damit gut vorankommen. Bis dahin hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, meine Freunde. Unsere Ausbeute war echt gut. Wir müssen nicht beschweren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Glück. Wenn ja, lasst auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr da gepult hat oder was ihr ziehen wollt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Einschalten. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.